Herzlich willkommen, liebe Kinder. Heute lesen wir gemeinsam das Buch Conny auf dem Bauernhof, geschrieben von Eva Wenzelbürger und Liane Schneider. Es rappelt am Briefschlitz. Die Post ist da. Ein Brief von Mamas Freundin Greta. Sie lebt mit ihrer Freundin auf einem Bauernhof und schreibt von Schafen und Ziegen, Kühen und Hühnern, Schweinen und Kaninchen. Am Schluss steht: Kommt doch mal her. Conny freut sich sehr. Fahren wir? Bitte. Mama verspricht: In den nächsten Ferien fahren wir. Conny hüpft vor Freude auf und ab. Mama muss sofort an Greta schreiben. Endlich ist der erste Ferientag da. Conny und Mama fahren mit der Bahn zu Greta auf den Bauernhof. Papa kann nicht mit, er muss arbeiten. Conny hat einen Fensterplatz und guckt ständig nach draußen. Häuser, Bauernhöfe, Bäume, gelbe und grüne Felder ziehen vorbei. Bald entdeckt Conny schwarz-weiß gefleckte Kühe auf einer Wiese und Pferde. Und da sind Schafe. Die Fahrt geht schnell vorbei. Schon sind sie da. Gretas Mann heißt Klaus. Er holt Mama und Conny vom Bahnhof ab. Greta und ihre Tochter Annika warten zu Hause. Annika ist genauso alt wie Conny. Das Bauernhaus ist ein schönes altes Fachwerkhaus mit Stall und Scheune. Neben dem Stall liegt ein großer Misthaufen. Fliegen summen, Mücken tanzen in der Sonne. Es riecht nach Stall und Mist. Das ist die gute Landluft, sagt Mama. Conny zieht die Nase kraus und streichelt den Hund Bobo, der schwanzwedelnd an ihr hochspringt. Conny will sofort die Tiere sehen. Annika zeigt ihr den Hof. Der Kuhstall ist leer. Nur der Kater Stups streicht um Connys Beine. Die Kühe sind draußen auf der Weide. Aber im Schweinestall liegt eine dicke Schweinemama neben 8 kleinen rosa Ferkeln. Wie Marzipanschweinchen, ruft Conny und kann sich gar nicht losreißen. Aber Annika zieht Conny weiter zu den Kaninchen. Die beiden füttern die Kaninchen mit Löwenzahn und Salatblättern. Es kitzelt am Finger, wenn das Kaninchen daran schnuppert. Dann besuchen die Mädchen ein Kälbchen auf der Weide neben dem Stall. Annika steckt ihren Finger in den Milchnapf am Zaun und hält ihn dem Kälbchen hin. Das nuckelt am Finger wie ein Baby an der Flasche. Hinter einem Zaun schwimmen ein paar Enten auf einem Teich. Gänse watscheln über die Wiese und viele Hühner scharren und pieken am Boden. Weit hinten wühlen ein paar Schweine im Matsch. Conny möchte wissen, wie sich so ein Huhn anfühlt und klettert über den Zaun. Aber die Hühner laufen vor ihr davon. Nur einem alten, dicken Huhn kann sie über die Federn streicheln. Doch da kommt der große Hahn mit ausgebreiteten Flügeln und vorgestrecktem Schnabel auf Conny zugerannt. Conny bekommt Angst und läuft schnell weg. Plumps, schon ist sie im Matsch ausgerutscht, in dem sich die Schweine suhlen. Richtige Drecksschweine sind das, ganz voller Schlamm. Und Conny sieht jetzt auch wie ein Drecksschweinchen aus. Am nächsten Morgen gehen Conny und Annika zum Schafstall.
Viele Schafe, eine Ziegenmutter und zwei Zieglein grasen auf der Wiese. Conny füttert die Ziege mit etwas Gras. Dann streichelt sie die Zieglein. Aber die große Ziege will mehr Futter und stupst Conny immer wieder an. Sie stellt sich sogar auf die Hinterbeine. Das sieht komisch aus. Die Schafe fühlen sich weich und wollig an, aber auch ein bisschen wie fettige Haare, findet Conny. Am Nachmittag darf Conny mit Annika und Klaus auf dem Traktor mitfahren. Das macht Spaß. Conny sitzt hoch oben. Der Wind weht ihr um die Nase und es ruckelt so schön. Während Klaus das Feld pflügt, zeigt Annika Conny ihr Geheimversteck auf dem Heuboden. Hier riecht es nach Sommer und man kann prima im Heu herumhüpfen. Da hören die beiden ein leises Miauen. Im Heu purzeln fünf kleine Kätzchen übereinander. Conny will eines auf den Arm nehmen, aber Annika meint, dass die Katzenmutter das bestimmt nicht mag. Außerdem ist es jetzt Zeit zum Melken. Conny sieht zu, wie Greta den Kühen das Euter wäscht und sie an die Melkmaschine anschließt. Die Milch läuft durch die Schläuche in einen großen Behälter. Die Kuh Elsa melkt Greta mit der Hand. Sie will Mama und Conny zeigen, wie man es macht. Zuerst traut Conny sich nicht so nah an die Kuh heran. Aber Greta sagt, Kühe beißen nicht. Es ist gar nicht so leicht, mit Drücken und Ziehen Milch aus dem Euter zu bekommen, aber mit Gretas Hilfe schafft Conny es schließlich. Natürlich will Conny die frisch gemolkene Milch probieren. Sie schmeckt warm und viel milchiger als zu Hause, findet Conny. Jetzt ist Conny schon eine Woche auf dem Bauernhof. Sie kennt alle Tiere und Annika ist eine richtige Freundin geworden. Aber auch die schönsten Ferien haben ein Ende. Conny und Mama müssen nach Hause. Conny will nicht, aber Klaus verspricht, sie mit dem Planwagen zum Bahnhof zu fahren. Die braune Stute Dorle wird vorgespannt und Conny darf vorne sitzen und die Zügel halten. Zum Abschied packt Greta ihnen selbst gebackenes Brot, Schinken und Wurst ein und alle Eier, die Conny heute Morgen bei den Hühnern eingesammelt hat. Zu Hause isst Conny jetzt immer viel zum Frühstück. Das schmeckt nach guter Landluft, sagt sie. Falls euch die Geschichte gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert den Kanal für weitere spannende Geschichten. Du findest die Lesestube auch auf Telegram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Lesestube.